heute mit Bernhard Hohlka, Sigald Boning, Anka Zink, Dirk Bach und Ella von Sinnen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Und ich hoffe, Sie werden sich heute genauso amüsieren wie die ganzen Sendungen zuvor. Denn wir haben heute wieder exklusive Menschen hier sitzen. Dirk ist wieder da. Ich freue mich sehr. Ja, und dort drüben sitzt ja die Streber-Fraktion. Tut mir leid, dass er Sie so beleidigt. Dass er, also Anka, herzlich willkommen. Wiegald, Frau von Sinnen. Herr Balder. Sehr gut. Und wir werden heute viel Geld unter die Menschen bringen. Ich habe es im Gefühl, denn wir haben sauschwere Fragen. Warten Sie es mal ab, Herr Balder. Ich sitze ja jetzt auf einem sehr inspirierenden Plätzchen. Inwiefern jetzt? Ja, ich meine, da muss ja noch ein bisschen Hohecker-Karma in diesen Sitzen hier wohnen, oder nicht? Ja, aber das ist so klein, das sieht man nicht. Egal, wir fangen an. Und zwar beginnen wir gleich mit einer Frage aus der Schweiz, was ich sehr schön finde. Ah, gut. Nicht? Lesen Sie aber auch ganz langsam vor. Ja. Manuel Bürgi. Okay. War das nicht der mit dem Lochfraß? Der Bürgi, ja. Dieter was? Bürgi, oder? Dieter Bürgi. Aber Manuel Bürgi wohnt in Bern. Und Manuel Bürgi aus Bern begrüße ich jetzt ganz herzlich in Bern. Und Manuel Bürgi möchte wissen, was ist die Sieben-Falten-Methode? Über sieben Nein. Falten muss eine Ute-Ohofen-Methode. Ja. Eine Operationsmethode von der Schönheitschirurgie an sich, Herr Balder. Die sieben Falten. Ein bisschen näher erklären. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es bestimmte Faltenwurf im Gesicht einer jeden Person gibt. Weil Madame auch Männer Plissé lassen sich ja liften. Bitte? Madame Plissé, die Vielfältige. So. Ja. Und das werden sieben Falten sein, die der Schönheitschirurg berücksichtigen muss, wenn er Menschen entstellen möchte. Und was ist deine Sieben-Falten-Methode? Wie funktioniert das dann? Erst mache ich hier die Falte weg. Dann die beiden noch, dann hier die zwei. Nee, Helle, und er fragt nach der Methode. Ich glaube, die wird einmal mit Wäscheklammern, wird halt festgesteckt. Und dann hat man sieben Kernfalten und dann weiß man, wo man langnähen muss. So. Oder vielleicht auch mit Stecknadeln. Vielleicht auch mit Tacker. Tacker. Aber auf jeden Fall. Also ich habe hierzu drei Theorien. Welche wollen Sie hören? Ich will alle drei. Und zwar in der Reihenfolge. Erst einmal Akkordeon. Also im europäischen Kulturkreis gibt es 8 Töne, aber in älteren musikalischen Kulturen, nehmen wir mal mit Palestrina, denke ich mal, da gab es Akkordeone, die mit einem Faltenwurf funktionierten in dem Luftgebläse. Können wir gleich zur zweiten. Faltenwurf im Restaurant, wenn man schön den Tisch dekorieren möchte, da hat man ja gerne mal so ein Gebinde aus Servietten und so weiter. Und da haut der gewiefte Kellner mit einem Handkantenschlag 7 Falten rein. Das sieht besonders adrett aus. Dann werfe ich ganz schnell Ikebana rein. Oder wie heißt diese Papierfalttechnik? Origami. Danke, echt? Und was ist Ikebana? Blumen. Mit Blumen. Ah, also ich meine diese kleinen Schwänchen, die der Japaner an sich gerne faltet aus Papier. Ist es das vielleicht? Nein, haben danke. Wir noch eine dritte? Die ich wollte gerade sagen. Da war ja, noch. Schottland. Faltenrock. Das ist der Faltenrock vorne, also dort, wo jetzt Prinz Charles dieses Wildlederportemonnaie trägt. Was hat er? Der hat da vorne. Was ist denn das? Das ist ein Portemonnaie. Aber nie Falten, das kann es nicht sein. Aber wie wäre es denn mit der Hexentreppe? Ich weiß nicht, ob. Ja. Das kennt keiner, die Hexentreppe? Na, also, ich wusste doch, dass Kinder anwesend sind. Die, oder Mädchen, die dürfen noch älter sein. Also es ist so, und zwar die Hexentreppe wird aus 4 Stücken Papierstreifen gemacht und dann werden die hängen so kreuzförmig voneinander weg. Dann werden die jeweils äußeren Seiten übereinander geklappt, das mehrmals hintereinander und dann hat man nachher so eine Schlange, die aussieht wie eine Hexentreppe, hat man in der Schulzeit gemacht, um dann die Lehrer zu erschrecken. Und die machen nämlich so. In welcher Schulzeit hat man so etwas gemacht? Ach, wissen Sie, 1890, das war ein ganz hartes Jahr. Sieben-Falten-Methode. Sieben-Falten-Methode. Was ist mit Hunden? Also, mit wem? Mit Hunden. Mit Hunden? Du meinst diese chinesischen Faltenhunde? Ja, genau, das ist ein Merkmal dafür ist. Die 7 Falten am Hund. Ich glaube, die haben mehr. Gut, wie wäre es mit der Ardo-Gardine mit der Goldkante, Marianne Koch? Marianne Koch hat wie Marianne die Gardine so geworfen hat, damals in der Reklame. Dass sie sofort mit 7 Falten... In der Reklame, ja. Das ist und wenn es 8 waren? Gut, aber ich gehe trotzdem in die Schneiderei. Ich gehe mal eben in die Schneiderei und Sissi und so. Also schon
der Rock an sich und die Falte, wie sie dann am besten gefaltet wird, damit es einen schönen Wurf gibt im Rock. Ich würde mal ganz zurück zum Anfang gehen. Das war im Prinzip... Was war die Medizin. Moment, was war denn der ganze Anfang? Wenn wir doch bei Operationen sind und es muss mit 7 Falten etwas zusammengerafft werden, damit es besonders schön vernäht werden kann, damit es irgendwie wieder zusammenwächst. Nicht? Damit zusammenkommt, hier was zusammen gehört. Was nie zusammengehört. Ja, durch 7 Falten. Und wir sind, nur dadurch. Und wir sind in der Schweiz. Das heißt, es geht um Skiunfälle oder um Bergunfälle. Ja, also welche Verletzungen? In Bern gibt es auch Bären, die leben dort im Stadtgraben. Es kann sich also auch um Bisswunden handeln. Okay, also jedenfalls Biss, Gebirge oder Schnee. Gebirge. Also das ist jetzt ganz weit weg. Ja. Also wir sind und in der Medizin. Das war im Prinzip auch Operation weit weg, aber nicht so weit weg wie alles andere. Also Medizin. Aber wir sind in der Chirurgie, in der Haut verpflanzt? Da sind wir nicht, ne? Aber wir sind in der Medizin. Im weitesten, im ganz weitesten. Okay, nehmen wir mal so eine Totaloperation. Der Chirurg macht jetzt einen Schnitt von hier bis dort. Glückwunsch. Und öffnet jetzt den Torso durch 2 beherzte Griffe, links, rechts. Und die müssen dann ja mit Klammern links und rechts justiert werden, diese Hautlappen. Ach, die werden so an die Wand gehängt, damit die dann... Dafür nimmt man große Klammern, die jetzt alles beinhalten quasi, was da normalerweise vorne vom Bauch ist. Sie gesagt haben, dass es so weit weg ist, aber schon im weitesten Sinne. Also hat es etwas mit einer Rettungsmethode zu tun, wie man Decken faltet oder so etwas? Nein. Um Menschen zu bergen? Aber Rettungsmethode, da geraten Sie aber schon es hat was mit Unfällen zu tun? Nein. Auch es nicht. Es gibt doch ein... mit Unfällen hat es nichts zu tun. Darf ich trotzdem die Antwort sagen? Na bitte. Wenn man einen Unfall hat, dann gibt es auch eine Methode. So ein Dreieck. Dann wird man so lange zusammengefaltet, bis eine Hexentreppe entsteht. Bis man irgendwo runterfällt. Wie wär's denn mit sowas, sowas wie Orthopädie, also Krankengymnastik, die 7-Falten-Methode. Also es gibt bestimmte Knickbewegungen, die man machen muss, um zu analysieren, wie sich der Korpus des Delinquenten noch verhalten kann. Können Sie mal vormachen? Nein, weil das sehr wehtut. Aber ich würde es gerne an Ihnen zeigen, Herr Balzer. Also ich glaube, es gibt eine 7-Falten-Technik beim Fallschirmspringen. Und zwar die Art und Weise, wie man den Fallschirm zusammenlegt nach einem bestimmten System, bei dem 7 Falten entstehen. Ich weiß nur nicht, was das mit... Nicht beim Fallschirmspringen. Aha! Oh, wir sind ganz nah dran. Heiß. Fallschirmspringen hat gar nichts damit zu tun, Herr Richtig. Balder. Ach so. Schweiz, Demokratie, Stimmzettel. Ich kann ja von der kurzen Distanz, kann ich das noch besser beurteilen. Wie wäre es denn, also man sagt doch, man kann ein Blatt Papier nicht mehr als 7-mal falten. Haben wir ein Papier da? Haben wir ein Papier da? Wir brauchen nur etwa 25 Quadratkilometer Papier, damit man das... So, man kann es nicht mehr als 7, vielleicht gibt es ein Problem in der Medizin, zum Beispiel bei den... Es geht auch nicht mit Kreditkarten, die brechen dann immer. Einmal. Mal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Lass mich mal probieren. Jetzt zweimal sechsmal noch. Schade, geht nicht. Warum hat der alte Mann eben gesagt, im weitesten Sinne? Das war doch eine Art Hinweis oder sollte das wieder nur die komplexe Erklärung sein? Nein, das war eine Art Hinweis. Okay, sind wir in der Tiermedizin, also bei Tieren? Nein. Sind wir bei der industriellen Herstellung von Spritzen und Verbandszeug? Nein. Wie ist das denn so eine Methode, wie sich Haut faltet, wenn man sie zusammendrückt? Also irgendwie so ein Problem, wenn man ungeschickt auf einem Fahrradsattel sitzt oder an so einer Hauswand vorbeischrappt, dass sich da immer... Eine Haut kann sich nicht mehr als 7-mal falten, bevor man es nicht merkt. Also vielleicht ist es aber auch mit diesem Zusammenwachsen. Er meinte gar nicht zusammenwachsen, sondern zusammenbacken. Und es kommt wieder aus der Bäckerei. Und es geht um ein schweizerisches... Gebäck, was 7-mal gefaltet dann eine Köstlichkeit wird. So, schweizerische 7-Faltmethode Schweiz. Hat es was mit der Schweiz zu tun und mit den Bergen? Hat es etwas mit Schnitten und Bernhardinern und Rettungsversuchen zu tun? Hautschichten. 7 Hautschichten, also Epidermis, Zwiebeln. Endodermis. Wem? Zwiebel. Ja, Zwiebelhaut. Zwiebelhaut, 7 Schichten. Zwiebel, 7 Falten, also jetzt ehrlich. Ich sag's euch mal. Ja, bitte. Also, es kommt und wehe, aus der das hat jetzt nichts mit Fitnessmedizin. Ich hab was mitgebracht. Mit so einer Zange. Das kennst du. Tu mir nicht weh! Mit so einer Zange wird der Körperfettgehalt eines Menschen bestimmt. Das hat er gerade gesagt. Das hat er gerade gesagt, natürlich. Ja, genau. Zusammendrücken, wie oft sich's faltet. Das habe ich gesagt. Das habe ich gesagt. Das geschieht, indem man die Haut hochgezogen und mit der Zange umklammert wird. Die Millimeterzahl wird dann abgelesen. 7 Punkte.
und notiert, diese Methode wird an 7 Falten des Körpers angewandt. An Brust, Bauch, Bein, Hüft, Achsel, Trizeps und Rückenfalte. Also mit diesem kleinen Gerät kann man bei mir nichts messen. Wir gehen mal nach Eichach, das liegt in Bayern. Dort begrüße ich Adrian Winkler. Herzlich willkommen bei uns, bei Genial Daneben. Und Adrian möchte wissen, eine sehr schöne Frage, was ist dein Jammerhaken? Der Jammerhaken. Der Jammerhaken. Der Jammerhaken ist ja der kleine Bruder des Lachsacks und... Jammerhaken, Windjammer, Schiffbau, Yacht, an Bord eines Dreimastos. Da gibt es Haken, zum Beispiel um die Segel aufzuhängen oder auch mal ein halbes Schwein. Dieser Haken, der ist sicher gemeint, wobei ich jetzt nicht abrupt sagen kann, welchem Zweck er dient. Ich glaube, der Jammerhaken, der kommt aus der Orthopädie. Es ist ein Knochen, der sich bei Leuten, die jammern, weil sie zu wenig Essen haben, es kommt also aus dem Mittelalter, zu sehen ist. Wo? Es ist im hinteren rechten Rückenbereich. Damit hat man die Leute den Winter über dann auch an die Wand gehängt, bis es wieder etwas zu essen gibt. Warum nur im rechten, warum nicht im linken? Naja, wenn das links neben der Tür sein soll, dann schlingt der ja dann immer vor. Aber kommt der Begriff aus dem Mittelalter, Herr Balder? Ich glaube, nein. Und hatte Herr Boning recht mit dem Windjammer? Ich glaube, nein. Prima. Wir erinnern uns alle an das Halbfinalspiel Deutschland gegen Mexiko. Oh. Ein paar Monate ist das her. Das war kurz am Ende der ersten Halbzeit, als Frings diesen individuellen Fehler begangen hat, der dann zum 1:1 geführt hat. Frings schlug einen Haken ins Leere hinein und Kahn hat gejammert. Das ist der Jammer. Fußballgedächtnis als alles. Ja, mir war das schon wieder ein Fall. Ja, lag ja auch der Urlaub dazwischen. Ja. Ja, also. Der Jammerhaken ist, aber vielleicht kommt er wirklich aus der Bewegungslehre, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, das ist der letzte Haken, den so ein Hase schlägt, bevor er dann doch erschossen wird. Also, ja, dann jammert er noch mal kurz und dann ist... Nein, ist es nicht, Frau von Sinn, nein. Also wir sind auch nicht in der Kaninchenzucht, Herr Bach. Aber ein Hungerhaken ist doch ein sehr dünner Mensch. Ja. Und ein Jammerhaken wäre dann sehr jammernder Mensch. Ne, aber vielleicht könnte das so ein dünner kleiner Haken auch sein, in dem was Schweres hängt, was dann immer so quietscht. Oder jammert. Das ist so ein die Bezeichnung für eine bestimmte Vorrichtung in einem Beschwerdebüro. Das ist ein Haken und da hängt man die Beschwerden, also die Dinge, worüber die Leute jammern, auf. Und bearbeitet sie jahrelang nicht. Genau. Ein Beamter, es ist etwas in einem Amt. Sie haben eine Beschwerde, da hängen Sie mal einen Jammerhaken. So. Ja. Sehr schön. Könnte durchaus sein bei uns, aber ist leider verkehrt. Ist Jammerhaken. Dabei ist es so einfach. Ah, es ist einfach. Das ist das, wo wenig Essen dran hängt. Also das. Nee, mach ruhig weiter. Ja, also früher der Hungerhaken war einfach so einer, der war so, weil man nur so irgendwie einen Hering hatte, der hing dann an einem Haken und da mussten dann alle hochspringen und dran lecken, damit sie wussten, wie viel schmeckt. So, und das ist wahr, hat mir meine Oma erzählt. Ist aber schon ein bisschen her. Und der Jammerhaken wäre dann einer. Wie hoch hinkt der denn? Wäre das was für Holger gewesen? Oder? Ich wollte unterbrechen, ich kam nicht mehr dazu. Ist der Jammerhaken vielleicht eine revolutionäre Erfindung in der Männerschneiderei gewesen? Dass man also zum Beispiel einen Haken in einer Hose befestigt hat, wo vorher Knöpfe waren, dass die Jungs immer jammern mussten. Dann müssen Sie mir jetzt auch mal genau erklären. Ja. Wo soll der Haken? Welche Funktion hat der denn? Also wenn es zu eng ist und man nicht mehr kann und man jammert halt die ganze Zeit, dann macht man den Jammerhaken, macht man den auf und dann... Ja, ne? Entspannung, das hat die gemächte Baumeln kam wieder heraus. Das macht doch Sinn! Dieses kleine Häkchen, ja. Bei den Knöpfen, dieses letzte Häkchen, das was ist man aufmachen kann, wenn man zu viel gegessen hat. Der beste Freund des Kummerbundes. Ja. Wo man vorher macht, au, 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 au. Ah. Ja. Sehr hübsch.
hübsch, aber hat nichts mit der Textilindustrie. Okay, sind wir im Angelsport, von wegen Haken. Gibt es also einen Jammerhaken, der die Fische quält zum Beispiel, während es einen guten Köder gibt, wo... Ja, ich frag ja nur. Und wie sehen wir gute Köder aus? Ja, also zum Beispiel... Da sind die sofort. Also zum Beispiel gibt es ja... Würmer. Vielleicht Köder, wo die Fische den dann schlucken und haben es vielleicht ein bisschen besser, als wenn sie einen nehmen. Lachhaken. Ach so, weil da sind ja Vitamine im Metall einzeln. Hauptsächlich optische Köder, den Wobbler oder den Blinker zum Beispiel. Den wen? Den Blinker, das ist so ein Metallteil, das verstehen Sie nicht. Nee. So, jetzt aber, ich hab eine Angelprüfung mal abgelegt als 14-Jähriger, aber das ist eine völlig andere Geschichte. Akustische Haken, von denen ich jetzt noch nichts gehört habe, aber ich habe meine Angelprüfung ja auch mit 14 abgelegt, ist ja lange her. Akustische Haken, die jammern eventuell und locken auf diese Weise gefährliche Raubfische an, genau, die auf verendende Tiere spezialisiert sind. Genau, die tanzen auf dem Wasser, dann fegt der Wind da durch und dann macht der... Das ist Fischsprache und heißt so viel wie Hilfe, ich bin Nemo, finde mich. Ich sag's euch mal, ihr seid meilenweit entfernt. Ich habe gedacht, Herr Boning könnte, könnte vielleicht... Weil der Fahrrad fährt. Ich lass mich so ungern überschätzen. Doch Sport. Schiffe. Doch Schiffe. Nein. Sport, Skifahren. Musik. Musik, der Yamaha. Jeder, der schon mal eine elektrische Gitarre gesehen hat, kennt einen Yamaha-Haken. Bei vielen Modellen befindet sich da, wo die Saiten am unteren Teil des Instruments zusammengehalten werden, ein Hebel. Dieser Hebel ist mit einem beweglichen Saitenstrang verbunden. Wird der Hebel bewegt, kann der Gitarrist die Saitenspannung ändern. Die Töne werden höher bzw. tiefer und klingen wie Jammern. Ja, richtig. Das ist der Jammerhaken. Adrian Winkler, 500 Euro. Gratulation. Ja, ist ja alles ganz wunderbar. Jetzt freue ich mich auf Ute Schmitz. Sie wohnt an sich in Essen, ist aber heute Abend unter uns. Ute, dort oben. Ute hat eine schöne Frage. Ute, ich drücke Ihnen den Daumen. Es geht um 500 Euro bar auf die Hand. Was ist denn ein Kämpferpunkt? Entschuldigung? Was? Ein Kämpferpunkt. Wie der Kämpfer mit Ä? Ja. Und Punkt wie Punkt? Punkt wie Punkt. Ein Kämpferpunkt. Ich vermute mal nicht ein Punkt beim Kampf. Das wäre, glaube ich, zu einfach. Sind wir jetzt? Das wäre ein Kampfpunkt. Ja, aber vielleicht kriegt der... Ah, vielleicht einfach ein blaues Auge. Das wäre ein blaues Auge. Es gibt doch diese Kampffische oder auch Stichlinge, wenn die sich in ihren ritualisierten Machtkämpfen befinden. Da gibt es ja diese komplizierte Schlüsselreiz-Aneinanderreihung. Mhm. Der Punkt in der Färbung des Kleides des Tieres, löst der eventuell den Reiz zum Kampf aus. Also wären wir in der Tierwelt, im weitesten Sinne. Ja, Tierwelt. Das ist falsch. Ich würde doch denken beim Sport, weil diese Fechter, die stechen sich ja leider nicht so richtig. Da gibt es ja nur so, die punktieren doch nur. Wäre das nicht ein Kämpferpunkt, wenn so mit diesem kleinen... Also diese kleinen Höschen mit den elektrischen Schnüren, der Punkt, ja, wo man dann Punkte macht. Aber die stechen schon, also die berühren sich schon. Ja, aber dann wäre doch das der Kämpferpunkt, wenn da... Ach so, da wo der praktisch... Ja, praktisch trifft. Also wenn der Kämpfer einen Punkt macht und nicht der getroffen wird. Nein. Ich glaube, der Kämpferpunkt ist, wenn man mit einem Kreuzschlitz-Akkuschrauber-Bit versucht, einen Einschlitzschrauber einzusetzen. Man kämpft mit dem Gerät, nachher ist ein kleiner Punkt, aber es hat nichts gebracht auf der Schraube. War ja mal eine tolle Antwort hier. Die Männer haben es verstanden. Natürlich. Nichts mit kleinen ritualisierten Kriegsbemalungen zu tun. Ich sag mal, der Asiate an sich, die haben ja ganz gerne diesen roten, roten Punkt. Und vielleicht, dass bestimmte Stämme, wenn sie in den Kampf ziehen, in Papua-Neuguinea zum Beispiel, sich dann so einen weißen Punkt hier hinmalen und das ist dann der Kämpferpunkt. Finde ich super. Ich auch, ist aber falsch. Was ist aber mit Bert Kämpfert? Blue Spanish Eyes. So, dann hat er den Text geschrieben und machte Punkt. Also wir reden von dem Kämpfer, der auch kämpft. Also wie auch immer kämpft. Ihr redet davon. Das ist gut. Also es gibt einen Herrn oder eine Frau Kämpfer. Ist das richtig? Nein. Was gibt es noch, was Kämpfer? Gibt's? Nee, das ist nicht Kampf. Ampfer, ne? Ich bin die ganze Zeit irgendwelchen Kämpfer. Sauerampfer. Sauerkämpfer. Sauerkämpfer. Kämpferpunkt. Also es ist nicht Sport. Sieht gut aus, Ute, sieht gut aus. Ist das was in der Medizin? Ist das was in der Medizin? Das wenn ist eine Sie schon so fragen, weiß ich schon nein. Vielleicht ist das aus dem Bereich der Videospiele. Vielleicht ist das ein besonders guter Kämpfer, kriegt besonders viele Punkte, sodass das ausgeglichen ist gegenüber den Schwächeren. Wie heißt oder das umgekehrt. Spiel? Das heißt, haut drauf.
Und damit wären eigentlich auch schon sämtliche komplizierten Regeln dieses komplizierten Spiels erklärt. Was mit Demokratie? Es gibt ja so Sachen wie de Honches Überhangmandat. Und so. Ich schweife jetzt mal von der deutschen Demokratie ab. Eventuell gibt es in der Schweiz zum Beispiel im eine Kanton Demokratie Bern, zum Beispiel, wer ja, weiß das schon? Und dort werden nach einem komplizierten Verfahren bei der direkten Demokratie Kämpferpunkte vergeben. Wer wenn am besten gesprochen hat. Aber das aber Schweiz finde ich jetzt auch Antwort. Nicht schlecht. Also vielleicht wirklich in der Bergsteigerei ein Punkt, wo die Kollegen wirklich anfangen müssen zu kämpfen. Weil sie also wären wir im weitesten Sinne dann doch irgendwo im Sport. Gebirge. Im was? So? Im Gebirge. Im Gebirge. Ja. Nee, wir können auch in eine Kletterhalle gehen. Ja. Nee, bleibt mal bei Gebirge. Ja, also Kletterhalle? Gebirge? Sagten Sie jetzt ja im Sinne von ja oder im Sinne von ich verarsche euch mal wieder? Eher zweites. Ich meine, das mit dem Punkt, den man erreichen muss, um zu kämpfen, kann man natürlich übertragen auf Tierwelt und wo das überall noch vielleicht ist das wo es ums Kämpfen geht. Der Adrenalinspiegel also, im genau. Blut eines ja. Hirsches während der Brunftzeit. Ja. Ab einem bestimmten Punkt fängt er einfach an zu kämpfen. Wie wär's mit der, Baum ist. Was ist überhaupt mit Hähnen? Aber die Tierwelt hatten Sie ja nicht. Eben komplett nein, ausgeschlossen. Komplett. Weil dann wäre ich vielleicht in einer Ritterrüstung oder sogar auch in einer Burg. Also in einen Kämpferpunkt, also irgendwie, ja. Der Punkt ist wieder doof, ja, aber... Also der Punkt, an den die Lanze zum Beispiel die Stechen. Rüstung wie durchsticht. Was ich gesagt ja. Habe, da wo man treffen muss. Wie ist das denn beim Ringen? Da ist doch beim Ringen ist doch in der Mitte so ein Punkt, auf dem man kämpfen muss und wo man jemanden runterschubst. Das ist ein Kreis. Das ist, wenn der ausgemalt ist, ein Punkt der Ball. So. Da müssen Sie nur weit genug von sehr, sehr großer Kämpfer. Großer dann nehmen wir Achill, der ja seine Achillessehne, glaube ich, da kann man nicht ran um die, oh Gott, griechische der Mythologie. Der konnte sich schlecht bücken, ja. Genau. Das war seine Achillessehne. Ja, das ist der Kämpferpunkt. Aber das war ja dann ein Meuchelpunkt, ein Verliererpunkt. Ja. Weil die Achillesferse war ja die verwundbare Stelle. Also ich glaube, ihr tappt also... Ja, ziemlich im Dunkeln. Wir ahnen es. Ich glaube, der Begriff Dunkel beschreibt nicht annähernd die Lichtlosigkeit. Deswegen gönnen wir einfach der Ute einfach mal das Geld. Ja, gerne. Und ich sage euch, was es ist. Es ist ein Fachbegriff aus dem Brückenbau. Oh. Ja. An der Stelle, an der Brückenbogen auf den senkrechten Brückenpfeiler trifft. Also stellt euch vor, dieser Brückenbogen, ne? Gibt es so Brückenbögen. Das kann ich mir schon nicht vorstellen. Eine Brücke? Wie jetzt? Ja, eine Brücke. Stellen Sie mal vor, eine Eisenbahnbrücke oder so ein Viadukt zum Beispiel. Ja. Ja? Da geht dann so oben so gerade, da fährt eine Bahn drüber ja. Und von der Seite okay. Sieht das dann so okay, aus. Ja. So, jetzt haben wir diesen Brückenbogen. Mhm. Und da, wo dieser Bogen auf den Brückenpfeiler trifft, kämpft der Brückenpfeiler gegen die riesigen Kräfte, die auf ihn einwirken. Und der Stein, der an dieser Stelle sitzt, der erste Stein des Pfeilers, der diesen Bogen tragen muss, das ist der sogenannte Kämpferbogen. Wow. Ja. Wow. Ute, 500 Euro. Ja. Mein lieber Mann. Alles davon ist stark. Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch gerne ein bisschen Geld haben möchten, nichts einfacher als das. Schicken Sie uns Fragen. Schicken Sie uns eine Frage. 10, 100 Millionen, Milliarden. Ganz egal. Genial daneben. 50616 Köln. Oder einfach anrufen 01378 1120 oder noch besser eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Wir kommen mal zu Christian Roch. Er wohnt in Filderstadt und hat eine sehr schöne Frage. Christian möchte wissen, was ist eine Mannheimer Rakete? Eine Mannheimer Rakete? Ja. Das kann doch wieder alles sein. Das kann ein Gebäck sein, das alles. Kann ein Schnaps sein. Alles. Das kann eine Travestie-Star sein. Was? Ein Travestie-Star. Mannheimer ja, Rakete. Eine Rakete. Hm? Warum? Ja, so Gary... Ja, das ist doch so wie auf der Bühne, wenn er sagt, Sie spielen Hardrock, Sie kommen aus Norderney, hier ist Schlauchgenehmigung. Und danach freuen Sie sich auf die Mannheimer Rakete. Meine Damen und Herren, einen Applaus. Ja, auf die Mannheimer Rakete, Anabolika. Und dann tritt die auf. Ja, dann sehr schön. Tritt die Travestie. Ganz prima. Ist denn Mannheim für irgendwas bekannt? Ja, ist da nicht alles irgendwie in diesen... Die Straßen nicht alle nur Nummern? Die Mannheimer Rakete oder? Ist der weiße Pfeil auf der Einbahnstraße. Die haben doch keine Straßennamen. Die haben doch Nummern. Die nur Nummern. Das ist ja, genau. Und Söhne haben die. Ja, Söhne Mann. Nein, aber die haben Einbahnstraßen, doch im Ernst, sie haben diese Einbahnstraßen, die können die nur Nummern haben. Ja, genau. Und ein ganz schreckliches Nein, ist egal, also auf jeden Fall ein Theater. Und aber ich kann nicht die Mannheimer Rakete... Damit hat es nichts zu tun.
Hat das denn mit Raketen zu tun? Blöde Frage, aber wollen wir jetzt mal doch tatsächlich vom Ursprung ausgehen? Versuch's doch mal. Otto Hahn. Ja, ja. Und denn, so weiter. Also Raketenforschung, frühestes Stadium. Otto Hahn ist schon zu spät. Ach, nee, das war Karl Mannheimer. Okay, ja, okay. In Mannheim, da wurden schon mit Schwarzpulver Röhren gefüllt, die vorne mit einer Spitze versehen wurden. Und die wurden dann durch diese geraden, rechtwinklig angeordneten, nummerierten Straßen geschossen. Und der Baron schaute sich das an und sagte, gut gemacht. Nee. Wie wär's denn, nee. Ich bin dabei beim Wasserhaushalt. Und zwar geht es um die Kanalisation. Die Mannheimer Rakete ist ein in Mannheim zum ersten Mal gebautes Via sonst Viadukt, also wo ein wo Wasser verengt wird und danach wie eine Rakete sowas von abgeht in den Rhein und weg damit. Warum? Damit es schneller weg ist, weil die machen da Pipi rein, Herr Balder. Ja, wir müssen ja auch Ludwigshafen, BASF, auf der anderen Seite. BASF, Chemie? Eine Rettungseinrichtung. So, ich bin nämlich bei der Frage, ist die Mannheimer Rakete ein Zäpfchen? Man sagt doch, die geht ab wie ein Zäpfchen. Richtig. Herr Balder, Sie brauchen nur Ja oder Nein zu sagen, aber diese Verachtung. Nicht so gucken. Nein, ich stell's mir gerade vor. Ja. Ich muss eine Mannheimer Rakete nehmen, es geht mir nicht gut. So. Song. Wurden nicht Autos auch hergestellt in Mannheim? Anfang des letzten Jahrhunderts? Motorräder oder sowas? Ein Fahrzeug. DKW, kein Fahrzeug. NSU, ein Flugzeug. Kein Flugzeug. Ein Schiff. Gar nichts in der Richtung. Ein Wasserfahrzeug. Gar nichts in der Richtung. Ach, ich wusste, dass wir weit weg sind. Ich meine, es wäre ein Lebensmittel. Ich wollte gerade fragen, ist es was zum Essen? Abführmittel? Wieder was Gebackenes. Ja, ja. Lasst uns das verfolgen. Nicht zum Essen. Lasst uns das verfolgen. Es ist was zum Trinken. Nein, es ist nicht zum Hauptsache Trinken. Hauptsache, wir haben Kaninchen. Kaninchen und nichts Gebackenes. Wie würde denn so ein Kaninchen aussehen? Die Mannheimer Rakete, das ist ein ganz puscheliges Kaninchen. Die hat so ein ganz kreatives Kaninchen. Das hat die Eigenart, die Löffel so umeinander zu wickeln, dass das oben aussieht wie eine Rakete. Oder ne, genau, Propellermäh. Die kann die Löffel als Propeller benutzen und kann fliegen. Das ist die Mannheimer Rakete. Das wäre eher ein Mann im Hubschrauber. Ja, aber wenn wir jetzt bei Tierzucht bleiben, da denke ich doch eher an Brieftauben zum Beispiel. Also eine Brieftaubenzüchtung, die besonders schnell und geradeaus fliegt. Das ist dann die Mannheimer Rakete. Ist Mannheim jetzt bekannt für Brieftauben? Naja, ist nee, aber das Problem ist ja, wir wissen überhaupt nicht, für was Mannheim überhaupt bekannt sein könnte. Ja doch, Zahlen und Einbahnstraßen. Hat es denn mit etwas zu tun, wofür Mannheim bekannt ist? Ja, für die Rakete. Aber wie wär's denn mit einem Sportler? Die Mannheimer Rakete ist ein alter Eiskunstläufer, der sogar im Hochsommer auf einer asphaltierten Straße einen Porsche Turbo 911 überholt hat. Auf den Händen. Sechs Tage 1922 in Berlin Buch. Das war seine große Zeit. Aber ist die Mannheimer Rakete ein Hilfsmittel, was in Mannheim hergestellt wird, um irgendetwas anderes besonders schnell zu machen? Was denn zum Beispiel? Na gut, das ist wieder doof, weil sie ja eben alle Fahrzeuge, ja, Schiffe und so. Kann man die Mannheimer Rakete an die Wand nageln? Finde ich mal eine gute Frage. Sehr gute Frage, sehr gut. Lachen Sie nicht, Herr Balder, lachen Sie nicht, das ist kein Spaß. Unter Umständen? Ist eine gute Frage, Taktik. Unter Umständen, ja. Raketen, die haben doch diesen Antrieb eher so untenrum. Wenn wir jetzt vielleicht einmal in die, das ist auf jeden Fall in die Historie gehen. Es gab da mal eine größere Hungersnot und es gab nur noch Hülsenfrüchte und die Bewohner wurden von größeren Flatulenzen heimgesucht und hoben aufgrund dieser Flatulenzen leicht ab. Und seitdem nannte man das dort, das ist eine Mannheimer Rakete, wenn man von starker Flatulenz leicht ins All abheben wollte. Später wurden auch eine schöne Vorstellung. Hat es was mit Kirchen zu tun? Noch ein Bauwerk, ja, ein ganz spitzes, langes Bauwerk. Hat aber lange gedauert, bis Sie jetzt endlich darauf gekommen sind. Weil es trotzdem falsch ist! Wer sagt das? Ich frage Sie, wenn das jetzt falsch ist, wie er da gerade wieder so pomadisch gesagt hat, das hat aber jetzt lange gedauert, bis Sie da drauf gekommen sind.
wollte ja nur helfen. Fahrstuhl? Ich wollte ja nur helfen. Es hat nichts mit Bauwerken zu tun, stimmt's? Herr Balder? Das kommt drauf an. Siehst du im doch? Bauwerk der Fahrstuhl, ein besonders schneller Fahrstuhl, der dort in den 30er Jahren erfunden wurde, oder ein Transportfahrzeug für Kranke, könnte ich mir noch einfallen. Rohrpost ferner fällt mir in dem Zusammenhang noch ein. So ein Treppenlifter. Hast du die selber angeschickt, die Frage? Also man kann die Mannheimer Rakete auch in einem Bauwerk bewundern. Ist aber nichts von. Verwenden oder bewundern? Beides. Ist das ein Feuerlöscher? Weil der hat doch die Form durchaus einer Rakete. Da bist du ganz nah dran. Ein Feuerlöscher hat die Form einer Rakete? Herr Balder, Sie sehen halt nicht so viele Science-Fiction-Filme. Aber der Feuerlöscher an sich hat doch durchaus eine Form. Na gut, ein Zäpfchen hat natürlich mehr Raketen. Also ich werde es euch, glaube ich, mal sagen. Ja, stimmt, weil wir jetzt nah dran sind. Jetzt kriegen Sie Angst, Herr Balder. Ja, Sie kriegen Angst. Ich werde es euch machen lassen. Es geht um Musik. Und Musik kann man auch in einem Bauwerk machen. Und wenn man die Noten hat, kann man sich auch an die Wand nageln. Die Töne C, D, E, F, G. Könnt ihr euch die vorstellen? Ihr seid ihr alle musikalisch. Ba, 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 ba. Holger, fangen Sie mal an. Machen Sie mal C. C. Nein. Ba. 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 Nee, das war jetzt alles. Nur keine Tonleiter. Aber schnell hintereinander. Ba, nee. Kannst dann schnell aufhören, wenn du es gemacht hast. Okay. Ba, 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 ba. Du bist unmusikalisch! Tut mir leid, wir können es mit Frau Zink nicht durchführen, Herr Ball. Ich habe meinen Einsatz nicht gekriegt, ba, Heller. Ba, 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 ba. So, also, ba, 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 ba. Genau, das wäre eine Tonleiter. Ba, 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 ba. Und die Mannheimer Rakete ist, wenn man jetzt den zweiten und den vierten Ton weglässt. Und den nicht den dritten dann ist es nämlich nur noch ein. Dann ist es nämlich nur noch ein Dreiklang. Ba ba ba. Ba ba ba. So, das ist. Ba 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 ba. Und dann geht das an wie eine Rakete. Ja, ja, ja. Es ist. Man kann es zum Beispiel bei Mozart und Beethoven studieren durch das Weglassen von Zwischentönen. Also hier in unserem Fall dann von Wiegald und vom Dirk, wenn es denn so gegangen wäre, entsteht eine impulsive Dynamik. Das Stück geht ab wie eine Rakete. Anstatt babababam zu spielen, macht man babababab. Das wurde in Mannheim im 18. Jahrhundert zum ersten Mal in Perfektion dargeboten. Nein, in Mannheim? Ja. Wie, von wem denn? Vom Orchester. Deswegen heißt es Mannheimer Rakete. Vom Orchester in Mannheim? Oder vom Mannheimer Orchester? Bitte die nächste Frage. Wir das hatte doch was mit Flatulenz. Christian Roch aus Filderstadt. 500 Euro für die Mannheimer Wir gehen mal nach Nordrhein-Westfalen und kommen zu Fidelis Wolf aus Goch. Und Fidelis Wolf möchte Folgendes wissen. Wieder eine sehr schöne Tierfrage, die wir so sehr lieben. Warum verhaken sich Treiberameisen so stark ineinander, dass sie tagelang nicht zum Fressen kommen? Treiberameisen. Evolution. Vielleicht eine kleine Information. Die Treiberameise kommt in Afrika vor, ist bis zu 16 mm groß. Sie lebt in Kolonien von bis zu 15 Millionen Tieren. Und Millionen dieser Ameisen, Millionen, verhaken sich in regelmäßigen Abständen so ineinander, dass sie nicht zum Fressen kommen. Warum? Und ich glaube, ich habe eine Theorie. Bitte schön. Und zwar verhaken die sich ineinander, um Brücken zu bilden. Das müssen mehrere, das müssen viele sein. Die machen selber, sind selber die Brücke, damit die Kollegas über sie drüber laufen können, um irgendwie ein Aas zu fressen oder in ihren Bau zu kommen. Und da das aber länger dauert, weil es ja Millionen sind, können die mehrere Tage nicht fressen, weil die diese Brückensituation bauen müssen. Das ist so nicht richtig. Nicht richtig. Es gibt ja dieses Rattenschwanzphänomen, dass also Rattenkolonien sich manchmal an ihren Schwänzen verhaken, also verheddern, verknoten. Was für einen evolutionären Grund das hat, das weiß ich nicht. Könnte mir allerdings vorstellen, dass bei den Ameisen so ähnlich ist, wenn eine Überbevölkerung in dem Stamm auftritt, dass die sich ineinander verhaken, um tatsächlich zu sterben, um auf diese Weise Platz für Nachkommen zu schaffen. Das
Eine schöne Theorie, aber leider weit entfernt. Ich fand das so tragisch. Ich gebe jetzt mal eine kleine Hilfestellung. Also, die Richtung war gar nicht so übel, Frau von Sinn. Okay, dann sage ich jetzt so, das Erste, wenn man sich verhakt und stundenlang und wochenlang nichts isst, dann kann es sich nur um Sex handeln. Also das... das haben wir alle erlebt. Das ist ja eine völlig neue Perspektive. Aber dass es damit zu tun hat, dass sie sozusagen vielleicht nur eine Leitkönigin haben, die muss sich dann von, was weiß ich, 40.000 verhakten Männchen befruchten lassen, dass sie irgendwie dann da so drüber krabbeln muss, bis sie dann ihre 12 Millionen Eier legen kann, mit denen dann... Ja, aber deswegen müssen die ja sie nicht verhaken. Da können die auch in der Schlange stehen. Das sind ja Massen. Also, wie viele verhaken sich wie lange? Bereiten sich vor. Also es verhaken sich Millionen dieser Ameisen. Also diese Kolonie besteht aus bis zu 15 Millionen Ameisen und Millionen von diesen Ameisen verhaken sich in regelmäßigen Treiberameisen. Also die Treiberameise ist nicht eine spezielle, die irgendeiner. Ja, weil diese Treiberameise, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen festen Bau hat, weil soweit ich weiß, treibt die nämlich, die treibt's wild. Die treibt nämlich so quer durch das Gelände und der ganze Bau geht auf einmal schlagartig woanders hin und baut ein komplettes Nest aus Ameisen in einem Baum. Das heißt, die sind ihr eigener Bau. Oder die sind ihr eigener Bau für eine gewisse Zeit und dann machen die sich wieder los und wandern weiter und sind dann wieder ihr eigener Bau. Und zwar die anderen, die nichts gefressen haben. So ist richtig, richtig. Ja. 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 Also bei diesen Ameisenvölkern handelt es sich um Nomaden, die keine festen Ameisenburgen anhäufen. Sie bauen mobile Nester, deren Wände aus lebenden Ameisen bestehen. Millionen von Ameisen verhaken sich so ineinander, dass sie sich wie eine Zeltplane über ihre Artgenossen legen, zum Schutz der Brut und natürlich der Ameisenkönigin. Und damit sie nicht verhungern, werden sie nach ein paar Tagen von Artgenossen ersetzt. Wie geil. Ja, sehr schön. Fidelis, es tut mir leid. Aber Wahnsinn. Das war ja eine ganz klasse Antwort. Ich bin so dankbar, dass Sie auf dem Platz noch denken können, Herr Uwe. Also, aber es ist laut im Kopf. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Katrin Winter aus München möchte wissen, was ist ein sogenannter Graufahrer? Was? Ein was? Graufahrer. Graufahrer? Entschuldige mich noch mal ganz kurz, dass ich noch mal zurückgehe. Ich kann mich nicht auf die neue Frage ansehen. Ich glaube, ich muss den alten Mann noch würgen, weil ich hatte doch eben einen großen hysterischen Anfall, wo ich sagte, wenn das nichts mit Bauwerken zu doch, tun hat. Doch, es hat das mit Bauwerken. Da haben Sie nur gesagt, man kann auch Musik in Bauwerken machen. Ja, kann man auch. Man kann die Mannheimer Rakete zum Beispiel in einem Bauwerk, kann man die singen. Boah, Herr Balder, wissen Sie, was Sie haben? Sie haben richtig fiesen Charakter. Oh. Gut, jetzt, Entschuldigung, jetzt die neue Frage. Jetzt bin ich wieder dabei. Ich könnte es aber nicht so sagen. Okay, dann stelle ich die Frage nochmal. Ja, bitte. Also, Katrin Winter aus München möchte wissen, was ist ein sogenannter Graufahrer? Wenn ich in die U-Bahn gehe mit einer... Fahrer, Entschuldigung, Fahrer oder... Graufahrer. Wie Fahrer? Ja, ein sehr alter Geisterfahrer. Ich denke, nein, oder ist, jemand, ich glaube, einer hat einen Fahrschein, aber nicht dabei. Ja. Oder nicht abgeknipst. Das ist mir neulich passiert. Auf dem Weg von Tegernsee nach München. Ich hatte mir einen Fahrschein gekauft und wurde dann dafür gerügt, dass ich den nicht habe abstempeln lassen oder selber abgestempelt habe. Vor allem gerügt, nicht bestraft oder gerügt. Ich habe mich rausgeredet. Du böser Junge! Hast du nicht abgeknipst? Ja, Herr Boning. Das ist die richtige Antwort, ja. Bitte? Das ist die richtige Antwort. Ja, was hast du gesagt? Ja. Nee, ich abgeknipst. Wirklich? Ja. Das ist die richtige Antwort? Das ist die richtige Antwort. Ein Fahrgast, der zwar ein gültiges Ticket gekauft hat, dieses aber nicht entwertet hat, in der Hoffnung, es kommt keine Kontrolle und er kann es später nochmal benutzen. Und wird jemand mit einem nicht entwerteten Ticket erwischt, dann spricht man von einem Graufahrer. Absolut richtig. Ja, ganz einfach. Ich wusste ja nicht, dass Sie das selber schon... Es tut mir jetzt leid, also... Ja, Katrin, aber wenn wir Graufahrer unter uns haben, müssen wir uns auch nicht wundern, dass diese Frage beantwortet wird. Kommen wir mal zu Birgit Vogel. Birgit Vogel wohnt in Beckum. Und möchte wissen, was ist dein Natursprung? Natursprung? Ja. Ja, den haben Sie zum Beispiel. Sie haben ja wirklich einen Sprung in der Schüssel. Das ist definitiv.
definitiven Natursprung. Okay, reden wir von Granit, von Steinen, Natursprung. Also ein Steinmetz behandelt einen Stein. Wenn dieser Stein aber einen besonders schönen Sprung hat, der ihn dazu befähigt, danach zu einem Engel zum Beispiel verarbeitet zu werden. Ich spreche wirklich schon wie Sie, Herr Hoherke, hier auf dem Tisch. Dann ist es vielleicht ein Natursprung in einem Stein. Möchten Sie eine ehrliche Antwort haben? Nein. Ich denke mir, ein Natursprung ist die Vorstufe, sagen wir mal, beim Weitsprung. Man testet junge Menschen und lässt die erstmal natürlich springen. Und wenn die weiterkommen als einen halben Meter, sagt man, du bist ein großes Talent, du kommst in die deutsche Sportförderung. Und dann darfst du Weitsprung üben und dann darfst du Dreisprung üben. Und wenn du das alles kannst, kommst du ins Ministerium. Das Gegenteil vom Natursprung muss ja der Kunstsprung sein. Also das Ausgefeilte. Genau. Ja. Das könnte man so sehen. Es ist die Stelle, wo etwas natürlicherweise bricht. Zum Beispiel bei verschiedenen Sachen. Zum Beispiel bei Steinplatten oder bei Dachpfannen oder... Kacheln. Ja. Bitte was? Kacheln. Kacheln. Also es ist Holz. Wenn Holz älter wird, dann springt es an ganz bestimmten Stellen. Asphalt, Straßenbelag, Frost. Wo springt denn das hin, das Holz? Ja, also mal nach rechts, mal nach links, je nachdem wo... Risse im Putz. Nein. Pferdesport. Ich bin beim Sport. Der Natursprung ist, ein Pferd springt auf eine natürliche Art und Weise über ein Hindernis, aber beim Pferdesport eben nicht. Da gibt es eine bestimmte Technik, die das Pferd erlernen muss. Im Gegensatz zu seiner natürlichen Bewegung. Zum Beispiel? Welche? Hoch. Und nicht... Ja, aber sonst doch auch. Wenn das Pferd zum Beispiel frei läuft irgendwo und da ist jetzt, was weiß ich... Dann könnte es auch nach rechts springen, Herr Ball. Da ist auch manchmal Platz neben so einem Baum. Ja. Gehen Sie mal durch die Natur. Gesagt, es ist viel leichter. Es ist leichter, als er glaubt. Was Anka sagte mit Risseimpuls, das fand ich ja auch schon richtig, dass eben, wenn in Gebäuden Risse entstehen, die aber jetzt nicht durch Kriegsschäden oder durch Bombenattentate oder durch was auch immer, nein, sondern dadurch, dass sich Erdplatten bewegen. Dann wäre es ein Naturriss. Was denn mit Eiersprung? Eisprung, sag Eiersprung? Sprung sagt man nicht, Eisprung. Ja, gibt es den Natursprung im Gegensatz zum von der Antibabypille modifizierten Eisprung? Also, ach so. Nein. Es ist viel zu kompliziert. Ich überlege auch gerade, ob das ist. Ja, aber Sie sagen ja immer, es ist viel einfacher. Und dann interpretiere ich das natürlich als eine perfide Ironie, die uns vom Pfad der Tugend abbringt. Der Natursprung ist die Bewegung, die man morgens hat, wenn man aus dem Bett kommt und da so raushüpft und sagt, so jetzt aber mal rein in den Tag. Dieser natürliche Sprung, mit dem man sich erhebt. Hat das was mit Sprungschanzen zu tun? Überhaupt nicht. Es kommt trotzdem aus der Bewegungslehre. Es gibt doch diesen Effekt, wenn man hängen bleibt, dass man automatisch springt. Von Natur aus, ohne sich das bewusst zu machen. Aha. Ein unbewusster Sprung, gesteuert nur übers Rückenmark, weil, glaube ich, der Reflex gar nicht übers Gehirn läuft. Falsch, völlig falsch. Völlig falsch. Ach, hören Sie auf. Ach, lösen Sie doch auf, das ist doch ein ganz jämmerliches Gestocher. Wenn ich das sage, werdet ihr sagen, Auch das weiß ich noch nicht, Herr Baller. Sie haben ja schon so oft gesagt, dass es naheliegend. Gut, dann sage ich es euch jetzt. Es ist ein Begriff aus der Tierzucht. Der Mats. Sehr gut. Vom Natursprung spricht der Züchter, wenn Tiere es aus freien Stücken miteinander treiben. Tut mir leid, da kommt mir kein Für Sie ist das so naheliegend. Das war genau das, was ich vermutet habe. Sie sagen, Frau Sinn, haben Sie schon mal gehört, dass Tiere sich untereinander bespringen? Ja, ne? Nee. Ja, aber ich war noch nie dabei. Kaninchen? Und die Saukuh oder Stute, wenn die also nicht durch künstliche... Ohne Genehmigung, ohne Chance. Also Territorial Aufdeckung, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Sehr gut. Niemand hat mich schon gelacht, Herr Baller. Es war sehr schön. Wir haben sehr viel Geld unter die Menschen gebracht. Eine habt ihr, glaube ich, gewusst. Nein. Wenn Sie nicht wieder rausschneiden, zwei. Genau, Herr Bonig hat ja auch. Das war die Fahrrad. Da bin ich sehr stolz drauf. Das lasse ich mir von Ihnen nicht mal nicht machen. Da können Sie auch sehr stolz drauf sein. Auch als Sie hier auf dem Tisch getanzt haben, das sah auch sehr schön aus. Und zwar eine Bereicherung. Jetzt ein Sakrotantuch dazu. Ja, es war sehr schön, es hat Spaß gemacht. Trotzdem ein bisschen Geld sind wir losgeworden. Das finde ich auch in Ordnung. Das ist ja der Zweck der ganzen Sache. Ja, ja, ne? Geht ja. Gut, dann treiben wir es bald wieder. Das war genial daneben. Schönen Sonntag.